Also wir leben ja in einer Welt, in der alle erfolgreich sein wollen. Und da muss ich als Hirnforscher immer sagen, überlegt euch das nochmal. Es gibt Leute, die scheißen sich gar nichts. Und es gibt Leute, die sind viel früher schon vorsichtig und hauen da die Bremsen rein. Und das ist halt dann die Frage, was gut ist. Gell? Für einen kurzfristigen Erfolg ist es vielleicht besser, man ist gnadenlos. Das ist die Frage halt noch, wie alt das man wird. Natürlich braucht man im Leben auch mal Misserfolge. Es kann nicht immer alles glatt gehen. Man muss auch mal hinfallen. Sonst lernt man ja nicht, wie man wieder aufsteht. Das ist das Schwierigste, dass man da wieder im Kopf frei wird und dass man einfach wieder Vollgas geben kann. Die Kunst ist das, einmal mehr aufstehen, als der, dass man umgeworfen wird. Ohne Leidenschaft und ohne Hingabe, kann man das schon fast sagen, wird man sicher keinen Erfolg haben. Ja, die Ziele sind für mich eigentlich schon sehr wichtig. Wenn ich jetzt keine Ziele hätte, dann können die auch, glaube ich, mit einer anderen Einstellung klettern. Und ich glaube, das ist in fast allen Berufen so, wenn man das macht, was man gern macht und da wirklich mit dem Herzen dabei ist, dann macht man es so gut, dass man auf einer materiellen Ebene auch erfolgreich ist damit. In jedem Menschen ist eine besondere Begabung und ich glaube schon, dass es darauf ankommt, dass er die entdeckt. Everybody is unique. Everybody plays his part in his life. Jemand, der sein Talent lebt, der das auch leben kann, wofür er brennt, der ist immer erfolgreich. Und dem gelingt auch vieles.